Kundengewinnung, ja los, ist das auch ein Thema für dich? Ja, dann bist du hier genau richtig auf diesem YouTube-Kanal beziehungsweise LinkedIn oder ja, anderen Social-Media-Kanälen, wo du mich eben gerade hier sprechen siehst. Ich bin Experte nicht nur für die Neukundengewinnung oder Kundengewinnung, Kundenakquise generell, aber das ist mehr oder weniger mein Steckenpferd. Ich helfe auch Unternehmen, insbesondere IT-Unternehmen, in der Positionierung, also wie sie sich quasi im Markt positionieren, sodass sie eben auch Sogwirkungen erzeugen, sodass sie dann eben es ihnen viel leichter fällt, in der Neukundengewinnung eben auch die richtigen Kunden zu gewinnen. Mit anderen Worten, Zielgruppendefinition wäre dann das nächste Thema. Und wenn all diese Faktoren stimmen und am Ende noch einigermaßen eine Marge übrig bleibt, dann erst, ja, dann kannst du das Thema Skalierung und Systeme aufbauen, um diese Skalierung dann systematisch vorzufolgen, ob das mal Gedanken machen. Also da geht es eben los. Es gibt letztendlich nur 3 bis 4 Möglichkeiten. Also generell gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten. Es gibt nur eine vierte. Die vierte ist dann letztendlich über Kollegen, ja, Empfehlungen, Netzwerk und so weiter. Aber wenn du dein aktuelles Netzwerk, wenn es suffizient wäre, also quasi ausreichend, dann wärst du hier nicht auf dem YouTube-Kanal, würdest nicht dieses Video schauen. Also es gibt letztendlich nur 3. Und wenn wir jetzt hier mal zum Thema Kundengewinnung, ja, der Stift geht nicht, das klingt schon mal super. Mal ein anderes Stift, mal grün. Ist wie so eine Matrix hier letztendlich, ja. Es gibt letztendlich nur Content. Das ist das, was ich hier jetzt gerade mache, ja. Gewinne ich jedes Jahr immer wieder mal ein paar Kunden. Content, dann Outreach, egal ob auf LinkedIn, über Messaging, über Telefonie, über Cold E-Mailing, was jetzt auch fast unmöglich wird seit dem letzten Update bei Google, oder egal was du machst, ja, Outreach gehört alles dazu, auch Wiedervorlagen und so weiter, halbwarme Leads, ja, oder Leads, die du bereits, das ist die dritte Möglichkeit, über Paid Ads, ja. Und wenn du, und das sind in der Regel Leute, die auch meine YouTube-Videos schauen auf dem Kanal, jetzt nicht übermäßig großen Investor hast, ja, oder halt, keine Ahnung, 6-stellige Beträge, die du im Jahr ausgeben kannst für Werbe-Ads, dann ist halt Werbe-Ads jetzt erstmal nicht das, kannst du so ein bisschen als Beimisch, ja, so Remarketing machen und so weiter, aber das sind nicht das Große. Und das ist dann sozusagen Empfehlungsmarketing, ja. Also, Empfehlungen oder Networking, ja. Und das sind letztendlich die 3 Möglichkeiten. Jetzt möchte ich hier mal ganz kurz dir ein Angebot machen. Du kannst dich bei mir bewerben, ja, auf eine Zusammenarbeit über ein Erstgespräch, ja. Klar werde ich da auch versuchen, dir was zu kaufen, was zu pitchen, ist schon klar. Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich ein wunderbares Angebot. Ich habe nämlich eine Datenbank mir gekauft. Da muss ich jährlich 1.000 oder 2.000 Euro bezahlen, wo du nach Regionalität, nach Firmengröße, nach Entscheidergruppen und so weiter dort segmentieren kannst und kannst du dort, ich glaube, das sind insgesamt über 50.000 Daten drin, die immer wieder auch abgedatet werden und ich habe vergessen, das Abo abzustellen. Ich brauche es nämlich nicht mehr, ich habe genug Daten, ja, in meinem ganzen System und ich mache dir das Angebot, wenn du bei mir einen kostenlosen Erstgespräch buchst, ja, eine Strategie-Session, dann kriegst du von mir, ja, 100 Daten, also 100 Firmen, die für dich relevant sind, wenn man gemeinsam einen Strategie-Call, wenn wir eben eruieren, welche Zielgruppe für dich am besten ist, ja, und dann bekommst du 100 Daten gratis, ja. Das Angebot zählt jetzt noch für Dezember, ne? Happy Christmas und dann freue ich mich schon aufs Gespräch. Ja, und wenn wir jetzt gemeinsam dann in dieser Strategie-Session mal uns überlegen, okay, wer ist denn deine Zielgruppe, ja, weil du musst ja nämlich dir überlegen, bevor du überhaupt Content beginnst zu machen, ja, ungefähr eine Idee, wer ist denn überhaupt deine Zielgruppe, ja, bevor du Outreach machst, ungefähr eine Idee und so weiter. Das heißt, du brauchst jetzt erstmal eine Datenquelle, ja. Also, musst du über deine Zielgruppe Gedanken machen und dann brauchst du eine Datenquelle, weil es bringt nichts, wenn du sagst, hey, meine Zielgruppe, ja, das sind irgendwie die Top 40, die 40 reichsten Menschen der Welt, aber du hast keinen Zugang zu diesen Leuten. Ja? Dann bringt dir das auch nichts, wenn du die falsche Zielgruppe, wenn du eine Zielgruppe definierst, wo du keinen Zugang hast oder wo generell kein Zugang vorhanden ist. Das heißt, du musst natürlich hier im Zuge deiner Positionierungsstrategie-Session, die wir machen gemeint, Zielgruppe dann auch so matchen, dass die Zielgruppe auch einigermaßen zugänglich ist. Ne? Es gibt ganz verschiedene Entscheidergruppen, manche sind extrem hart,
Ja, manche weniger, manche super weich, manche super easy und so weiter. Also, Datenquelle haben wir, kannst du dir bei uns sozusagen in der Strategie-Session auch ein paar Daten kostenlos, Angebot wie gesagt noch inklusive Dezember. Und das wäre schon mal eine Datenquelle. Dann gibt es noch andere Datenquellen im Internet und so weiter, können wir dann noch genauer besprechen. Da muss man auch teilweise dann auch wirklich vorsichtig sein. Ja? Also genau, wo man halt die Daten herbekommt. Manche sind dann einfach günstiger, manche weniger günstig, aber ja, auch von der Qualität her extrem schlecht. Ja? Da ist wirklich jeder Euro, den man dann ausgibt in den Daten. Ich habe mittlerweile, ich glaube, ich mache das schon so lange, irgendwie 2-3 Datenbroker, ne, die irgendwie, wo es sich lohnt, dass man was einkauft. Ja? Können wir dann noch genauer in der Strategie-Session besprechen. Okay, wenn du jetzt erstmal eine Datenquelle hast, dann gehst du in die Datenquelle rein und dann, wenn es eine gute Datenquelle ist, kannst du segmentieren. Zwar nach Firmengröße. Ja, das ist nämlich ganz entscheidend, denn unterschiedliche Firmengrößen funktionieren in der Akquise ganz unterschiedlich. Ja, also sprichst du direkt mit dem Inhaber, sprichst du mit Firmen, wo es schon eine interne IT-Abteilung gibt, sprichst mit Firmen, wo es eine ganze interne IT-Tochter gibt, ja, dass die Akquise wieder anders und so weiter. Musst du über den Einkauf gehen. Wie viele Stakeholder gibt es? Ja, gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12? Ja, okay. Wie viele von denen musst du eruieren? Wie viele von denen musst du dich unterhalten? Ich habe jetzt wieder einen Case, laufe ich ewig der Kohle hinterher für meinen Kunden. Ja, das sind irgendwie 2 Einkäufer involviert, dann 2 Leute aus der IT, ja, also 4 oder 5 Leute für eine Rechnung, die gerade mal 60.000 Euro ist, ja, und laufe denen schon 6 Monaten hinterher. Also all diese Themen. Also 4 große. Was wollte ich noch sagen? Firmengröße, Firmenlocation. Ja. Ja, klar ist alles remote und digital und so weiter, aber es macht doch durchaus einen Unterschied heutzutage noch, wenn du ja, jemanden kalt anrufst, Kaltakquise machst zum Beispiel, Outreach, Cold Outreach, und du bist also offiziell in München zum Beispiel oder in Berlin und rufst halt eine Firma an, die auch irgendwo im Umkreis von 200-300 Kilometern ist. Warum? Weil das wieder der Vertrauensbildung ja, zuarbeitet. Ja, weil die sagen sich, ah, der Herr ist irgendwie nah bei mir irgendwo in der Nähe, den kann ich auch mal vor Ort besuchen kommen und einfach mal schauen, okay, stimmt denn das alles, was der so erzählt? Ja? Wie sieht es denn bei dem zu Hause aus sozusagen, ja? Also im Büro. Ja? Okay, Größe, Location, jetzt habe ich tatsächlich den dritten Ding vergessen. Firmengröße, ja, Entscheidergruppen, das hatte ich ja schon. Entscheider, weil es ist nochmal anders, also wenn du jetzt quasi mit IT-Lern als Entscheider zu tun hast, also wie mit Marketern und so weiter, ist die Ansprache ein bisschen anders, ja. Und auch generell da, wo du sie findest. Ja? Also so Marketer, Marketingleiter und so weiter wirst du immer irgendwo im Internet finden. Ja? Ganz easy, PR, HR und so weiter, wenn du das in deinen Zielgruppen sind. Bei IT-Leiter wird es immer zunehmend schwieriger. Ja? Da musst du eben über so andere Datenquellen gehen oder Leuten wie uns, ja? Die schon ein bisschen mehr Erfahrung auch haben. Weil viele von denen sind vielleicht noch auf LinkedIn irgendwo oder irgendwo halt theoretisch halt noch vorhanden, aber gehen da schon seit Jahren nicht mehr hin, weil sie einfach zugespammt werden. Okay, jetzt wollte ich noch eine Sache sagen, jetzt habe ich es vergessen. Datenquelle Größe, Location, oh mein Gott. Firmengröße, Location. Ah, klar, Branche. Ja, ist ja logisch, ne? Wenn du natürlich schon hergehen kannst und sagst, okay, ich habe in einer ganz bestimmten Branche oder in zwei, besser noch in einer. Ja. Es gibt so einen Spruch von Alex Amosi auch, aber der Spruch ist von sehr reichen Leuten. Es gibt keinen wirklich mega reichen, erfolgreichen Menschen auf der Welt, der es nicht sich auf eine konkrete Branche oder Sache konzentriert hat und das über Jahrzehnte hinweg. Ja. Also da halt auch versuchen, dir, wenn du das schon mitbringst, dass du irgendwie Erfahrung hast, egal in welcher Art und Weise, eine Branche dir raussuchst und dich dann darauf wirklich super spitz rein fokussierst, das kannst du dann auch wieder über die Datenquelle abbilden. Ja? Kannst dir dann zum Beispiel ja, in der Datenquelle dann auch segmentieren, rausziehen. Also im Normalfall, wenn ich jetzt zum Beispiel die genannte Datenquelle, die ich jetzt bewusst nicht nenne, weil es ja Teil meines Angebots für die Strategie-Session, noch bis Dezember gültig, kriegst du 100 Daten umsonst. Wenn du diese buchst,
Wenn du dir das raussuchst, ist natürlich klar, da sind jetzt insgesamt, sagen wir mal, in der Datenbank, wo wir jetzt da Mitglied sind, im Jahr ein paar tausend Euro zahlen, da kriegst du insgesamt über, sagen wir mal, 40.000 Firmen sind drin. Ja, für dich sind immer nur ein Teilbereich, manchmal nur ein paar hundert, manchmal nur ein paar tausend Firmen relevant. Ja? Deswegen ist es natürlich interessant für Agenturen, aber für dich auch interessant, weil du ja nichts zahlst, wenn du sozusagen, zumindest für einen kleinen Bereich, und bei uns die Strategie-Session buchst. Und du kannst natürlich auch das einmal zahlen, ja, dir das rausholen, was du brauchst, es wird immer wieder upgedatet und dann wieder kündigen. Ich habe es vergessen, wir brauchen es aktuell selber nicht mehr, deswegen dieses Angebot. Und wenn du es nicht kündigst, dann wird sich das Abo halt wieder verlängern, musst im nächsten Jahr dann wieder 1.000 Euro was zahlen. Okay, bis dahin, dein Thomas Klein. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen einfach nochmal Mut machen und auch ein Angebot machen, das so nie da gewesen ist bei mir. Also gebe ich nichts umsonst raus. Bis dahin, dein Thomas Klein und ciao.